Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Chris Alive, wer jetzt denkt. Natürlich habe ich heute wieder ein Video für euch vorbereitet. Und zwar mache ich einen Shisha-Kopf aus einer Ananas. Dazu brauche ich natürlich noch Ananas, oder? Genau. Ja, dann denke ich, legen wir los. Redet da nicht um den heißen Brei und ja, lassen wir los, würde ich sagen. Das grüne Gemüse ab da vorne. Da würde ich jetzt nicht all zu spatzig abhauen. Mega. Ja, so gerade wie es geht halt. Dann für da hinten würde ich jetzt zuerst mal mit dem Messer noch ein bisschen vorstechen, ganz bisschen, dass es auch hart ist, damit man dann gut durchkommt. Dann nehme ich jetzt hier so ein Rohr. Ich könnte auch Metallrohr oder bla bla. Ich könnte ziemlich viele Sachen nehmen, um hier ein bisschen durchzustechen. Ich schaue, dass man hier ziemlich gerade, so gerade wie möglich halt. Dann seht ihr hier das Loch in der Mitte. So wie es jetzt ist. So, dann natürlich für den Tabak jetzt ein bisschen aushöhlen. Ja, da haben wir wieder mal eine Ratte gehabt. Da wissen wir ja alle, wer es ist. So, dann gehe ich hier nochmal mit dem hier bei dem Loch durch. Ziemlich gut anbekommen. So sieht das Ganze dann aus. Hier ausgehöhlt mit dem Loch in der Mitte, wie ich vorher schon mal präsentiert habe. So, dann haben wir hier natürlich Zahnstocher für das Tabaksieb. Nicht, dass der Tabak einfach einmal dran ziehst, alles gerade unten wie der Shisha in der Vase ist. Dann kann man die einfach so hier rein vertiefen. Da macht man auf, dass der Tabak halt nicht gegen den Willen da einfach runtergeht. Ist halt ein bisschen schwer zu machen und zu zeigen gleichzeitig. Dann sieht das dann etwa so aus. Da mache ich jetzt drei so und drei so. Also drei längs, drei den Querweg rein tun. In dem Fall kommt dann noch das Tuch zu fliegen. Aber dann steigt ziemlich gut. So, dass hier nicht zu viel Fruchtfleisch gerade im Loch zu einem ist, und ich das leicht ein bisschen rauswische. Ist ja auch für Tabak gedacht, oder? Dann natürlich Shisha-Tabak. Ich habe hier jetzt Love 66, weil ich den einfach am liebsten habe. Ist wirklich ein super Tabak. Dann der einfach luftig drin tun. Wenn man schön luftig drin tut, dann zieht er noch halt auch schöner und den Geschmack kann man auch viel besser. Also das Wichtigste habe ich eigentlich schon gesagt, eben Tabak einfach luftig rein tun. Das ist ein bisschen Geschmack natürlich wieder, wie man den da so rein drückt wie ein Mungo. Das wird ja auch nicht sein. Dann
Also, so sieht dann das ganze Gespässli etwa aus. Schön gefüllt mit Tabak. So, dann für die Alu, für die Kohle drauf zu tun, nimmst du Alufolie. Dann die Alufolie einfach einmal falten. Einmal halbieren. So. Die schön oben drauf. Das Ganze schön gegeneinander spannen. So. Ich habe hier einen kleinen Trick für euch. Sechs Zahnstocher wie euch jetzt. Nehme ich jetzt mal. Dann kann man die einfach hier auf der Seite in die Alufolie rein tun. Das wird euch nachher helfen, wenn ihr die Löcher bei der Alufolie macht. Ich habe jetzt vier genommen. 14 Stocher. So. So sieht denn das aus. Nehmen wir hier 10 Stocher für die Löcher oben dran. Spannen wir doch auch noch ein bisschen vielleicht. Ein bisschen spannen muss man halt immer. Jetzt sicher mal ein paar gemacht, statt tiptop. Und dann sieht das Ganze etwas so aus. Ja. Und wir haben hier jetzt noch ein Stück Alufolie. Da wird jetzt zuerst dann da, wo also den Kopf noch ankommt, wegen dem Tropfen und so. Darum wird jetzt die Kamera auch verschieben. So, also wie ihr auch seht, habe ich hier natürlich meine schön alte ägyptische Shisha. So, und einfach da so. Ich will das da noch das Loch. Wie hast du den Zahnstoff? Du warst wieder. Ich wollte natürlich auch mit Haushaltspapier oder sonstigen Sachen. So, wenn ich dann da so ein vorne. Das ist so abwählen. So, der ist ja abdecken. So, sieht schon besser aus. Dann natürlich den Kopf drauf tun. Ein bisschen drauf pressen. Sollte ja auch schön heben. Gerade ist er auch ziemlich drauf. Laufen kann er nicht mehr. Schief laufen, heben tut es euch. Auch so weit. So, ist das Ganze eigentlich mal fertig für die Kohle. Die Kohle habe ich auch schon gemacht. Dann denke ich, werde ich die mal holen. Und mal drauf tun. So, dann habe ich hier natürlich Shisha-Kohle. Ich habe jetzt 5 Stück habe ich jetzt gemacht. Ich die einfach oben drauf gehalten. Die letzte Kohle drauf. So. Mhm.
jetzt bin ich gerade am Anziehen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und im nächsten Video. Grüß an euch.